Jo, was geht und herzlich willkommen zu einer Special Raucherstube zum Thema Zigarettendrehen. Viele von euch haben sich schon seit Ewigkeiten ein Drehtutorial von mir gewünscht und nun ist es soweit. Natürlich gibt es verschiedene Techniken, wie man Zigaretten dreht und ich zeige euch in diesem Video meine Drehtechnik, was aber nicht bedeutet, dass es die beste ist. Wenn ihr das Tutorial geguckt habt, heißt das nicht, dass ihr die überkrassesten Dreher seid danach, sondern es dient einfach nur lediglich dafür, ein paar Basics zu zeigen und den ein oder anderen Tipp, auf was man achten sollte, zu geben. Was braucht man also zum Drehen? Filter, Blättchen und natürlich Tabak. Ich benutze ausschließlich die Slim-Filter von Gizeh. Generell lässt es sich einfacher mit Slim-Filtern drehen als mit Normal-Size-Filtern. Die Klebefläche auf den Gizeh-Filtern ist eine unnötige Funktion, die man am besten nicht beachten sollte und auch nicht benutzen sollte, denn bei Benutzen erschwert das eher das Drehen. Natürlich ist so gewährleistet, dass der Filter nicht rausfällt, wenn er zu locker eingedreht wird, aber das sollte eigentlich nach genügender Übung nicht mehr passieren. Die Wahl des Blättchens ist gerade am Anfang entscheidend. Ich benutze immer Kanuma-Blättchen. Diese Blättchen sind eher feine Blättchen, also mit einer geringeren Papierstärke. Für Drehanfänger empfehle ich jedoch Blättchen mit einer normalen Stärke, wie etwa die orangenen Gizeh-Blättchen. Da die Fingerfertigkeit am Anfang vielleicht noch nicht so gegeben ist, sollte man lieber mit etwas dickerem Papier anfangen, damit es einfach leichter zu drehen als mit feinerem Papier. Wenn man es dann drauf hat, kann man auf feinere Blättchen umsteigen. Der Vorteil hierbei ist, dass feinere Blättchen einen geringeren Papiergeschmack beim Rauchen der Zigarette haben. Beim Tabak sollte man als Drehanfänger darauf achten, dass es ein guter Feinschnitt ist, der nicht zu trocken ist. Mit Bröseltabak lernt niemand richtig zu drehen. Ich habe hier eine American Blend Tabakmischung, schaut euch aber am besten ein paar Raucherstuben über Drehtabak an und wählt so euren Starter-Tabak. Jetzt kann's losgehen. Nehmt einen Filter aus dem Filterbeutel, bei den Gizeh-Filtern natürlich durch das Loch, öffnet ihr die Verpackung, normal läuft die Gefahr, dass die Filter sich irgendwann in euren Taschen ausbreiten. Blättchen zücken und die bevorzugte Menge Tabak portionieren. Das Gefühl, wie viel Tabak man für eine Zigarette braucht, bekommt man mit der Zeit. Es darf nicht zu wenig sein, da sonst zu viel Lufträume in der Zigarette sind und auch nicht zu viel, da man sonst kaum an der Zigarette ziehen kann. Ich verteile den Tabak gleichmäßig im Blättchen und lasse ein Stück am Ende frei, wo ich den Filter platzieren werde. Die Klebefläche des Blättchens ist bei mir oberhalb des Tabaks. Mit meinen Mittelfingern fixiere ich das Blättchen von der Rückseite und benutze meine Daumen, um den Tabak in Form zu bringen. Hierfür rolle ich das Zigarettenpapier auf und ab von innen nach außen, bis der Tabak sich schön ins Blättchen schmiegt. Anschließend platziere ich den Filter und justiere den Tabak nochmal nach, damit er direkt am Filter anschließt und etwa den gleichen Durchmesser wie der Filter hat. Achtet darauf, dass der Filter mit dem Blättchen abschließt, also nicht übersteht und auch nicht zu weit im Blättchen drin liegt. Nun wird das Blättchen eingeschlagen, dies ist der anspruchsvolle Part beim Drehen. Mit meinem Daumen drehe ich die untere Seite des Blättchens über den Tabak samt Filter und rolle das Blättchen bis zum Klebestreifen ein. Erst jetzt wird die Klebefläche durch Anlecken befeuchtet und eingedreht. Nochmal glatt streichen, überstehenden Tabak abtrennen und fertig ist die selbstgedrehte Zigarette.